Moin. Lange nichts voneinander gesehen und gehört. Ist was passiert? Nö, nicht wirklich. Ja, ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob ich dieses Video noch also jetzt schon auf wieder aufnehmen soll. Ich habe einfach nicht gestrickt. Also nicht gestrickt wäre jetzt, ist nicht ganz richtig, aber ich habe sehr, sehr wenig gestrickt. Also ich kann euch im Grunde genommen außer einen Teil nicht zeigen. Ich weiß gar nicht. Ich bin im Moment einfach mit vielen Dingen. Also wir haben hier das Arbeitszimmer, bin ich gerade dabei, dass es umgemodelt wird, ein bisschen umgearbeitet und umgeräumt wird. Ich habe hinter mir das Bücherregal ganz viel ausgemistet. Gut, meiner Tochter war es noch nicht genug. Für mich ist das, finde ich, gigantisch, was ich ausgemistet habe. Fritzi gleich. Ich habe Fritzi mit, den kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, weiß ich nicht. Ach, guck mal, ich sehe gerade, ich habe mein Licht gar nicht angemacht. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal mein Licht anmachen. Das ist ja hier sonst so komisch dunkel. Wenn ich den Schalter finde. Das wäre Licht. Es ist Licht. Oh, es ist Licht. Naja, ein bisschen komisch angeschienen, aber ist okay. Ja, und so. Habe ich immer gedacht, ich habe gar nichts zu zeigen und nicht groß was zu erzählen. Also zumindest nicht im Handarbeitsbereich. Was soll ich da aufnehmen, ne? Aber dann habe ich auch wieder gedacht, aber die ganze Zeit nicht aufnehmen ist auch doof, weil also mich hält halt einfach alles Mögliche auf Trab gerade. Es sind so Kleinigkeiten. Einerseits der Dackel, weil ich immer noch nur stricken kann, wenn er schläft. Sonst, ja, so ganz haben wir das noch nicht verinnerlicht, dass er mein Strickzeug in Ruhe lässt. Ich habe ein bisschen an den Sachen, die ich gemacht hatte oder die ich angefangen habe und die ich in den letzten Videos gezeigt habe, weitergemacht. Ich habe nicht mal das Tuch für meine Mutter fertig. Das Geburtstagsgeschenk wird wahrscheinlich jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Trotzdem, Gott sei Dank, sieht sie das gelassen. aber, oh Gott, ich habe mich gerade, bevor ich hier aufgenommen habe, so fürchterlich verschluckt, ne? Oh, ganz schrecklich. Also verzeiht's mir. Oh. An so einer kleinen Nuss. Bin ja halb erstickt. Naja, auf jeden Fall. Ja, dann ist zu allem Überfluss, hat der Wind unsere Terrassentür zugeschlagen und da ist dann gleich die ganze Terrassentür zu Bruch gegangen. Dann haben wir festgestellt, dass der alte Kamin nicht mehr funktionstüchtig ist und wir hatten schon diese Schamottsteine, die innen drin sind, weil die waren halt ziemlich abgenudelt. Hatten wir extra neu bestellt und neues Rüttelgitter neu bestellt und dann haben wir gesehen, dass dieses Prallblech oder wie das heißt, alles durchgeschmort und weggeschmurgelt ist. Und letztendlich war also so viel kaputt am Kamin, dass es dann keine Reparatur mehr ging. Also mussten wir auch nur uns um einen neuen Kamin kümmern und alles. Und dann ist das Schrecklichste passiert, meine Spülmaschine ist kaputt gegangen. Ich habe schon gesagt, ich baue dem Menschen, der die Spülmaschine erfunden hat, ein Altar. Ich weiß nicht richtig meinen Schrein ein. Ich weiß nicht, ich feiere ihn. Ich hatte ganz vergessen, wie schrecklich das ist. Also gerade jetzt mit einem Vier-Personen-Haushalt, ne? Mit zwei Kindern und so. Und wenn man dann alles mit Hand spülen muss. Und dann ging das jetzt, ich nehme an, auch durch Corona und so alles nicht so schnell. Ich habe eine ganze Woche mit Hand spülen müssen. Ich meine, früher war das normal, ich weiß. Aber man gewöhnt sich ja so schnell an diesen Luxus, an dieses, ach, man packt das einfach alles da rein und dann ist alles easy und alles gut und die Spülmaschine macht das schon und alles ist tutti. Und dann musste ich wieder alles selber spülen. Und wir haben hier oben, haben wir auch eine kleine Küche. Noch von den Vorgängern, da ist auch eine kleine Spülmaschine. Da haben wir erst gedacht, ach komm, jetzt alles hochbringen nicht, aber so Töpfe und so, das bisschen was kann man ja immer hier hochbringen und das hier in die Spülmaschine packen, aber die Spülmaschine hier oben ist auch kaputt. Aber die ersetzen wir jetzt nicht, weil die brauchen wir gerade gar nicht. Ich muss immer mal gucken, was der kleine Knirps macht. Pass auf, ich zeige ihm mal. Fritzi, mein kleiner, unser Neuzuwachs, habe ich ja damals schon von erzählt. Fritzi, ich muss dich aber einmal vorstellen, mit Kauknochen im Ohr. Das ist Fritzi. Wo ist dein Kauknochen? Hast du ihn jetzt fallen lassen? Den finden wir gleich. Wir suchen ihn. Guck mal da. Guck mal da. Genau. Guck mal da. Ist er nicht süß? Das ist mein Fritzi. Nein, unser Fritzi. Mein Fritzi. Nein, unser Fritzi natürlich, ne? So. Da. Ach, hier ist der Kauknochen. Da. Dann mach weiter. Fein. Feiner Junge. Oh, der ist so süß. Und der nimmt aber natürlich auch eine Menge Zeit in Anspruch.
Ja, und so, ja, und dann halt, ach, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, hier oben sieht es im Moment noch ganz schlimm aus. Fast schlimm, eigentlich schlimmer als vorher, weil wir halt auch ganz viele Sachen ausgemistet haben und umgeräumt haben. Und jetzt sieht das so hier aus wie gesprengt. Gott sei Dank sieht man das im Bild nicht. Da sieht man nur schon so die fertigen Teile, halt das Regal. Mein Wollregal ist auch ein bisschen schon aufgehübscht. Ein bisschen neu sortiert, ein bisschen aufgeräumter. Die ganze Wollecke sieht jetzt deutlich übersichtlicher und pflegeleichter aus. Ja, und so habe ich dann einfach abends gar nichts gemacht. Ich bin, weiß ich nicht, auf die Couch und hatte dann zu nichts mehr Bock. Das Einzige, was ich gestrickt habe, was ich überhaupt so an Handarbeiten gemacht habe, was ich euch zeigen kann, ist dieses gute Stück. Das ist ein Pullover für Fritzi. Und zwar, wir gehen ja immer in die Hundeschule, in die Welpenschule, damit er halt spielen kann und andere Hunde und sowas dann da hat. Und wir haben, da sind wir, ach nee, Quatsch, wir haben nicht, wir sind da einen Tag ganz fürchterlich nass geworden. Es hat ganz schrecklich geregnet und wir sind alle ganz schäbig nass geworden, der kleine Mann auch. Wir haben ihn zwar direkt abgetrocknet und sind zwar im Auto und sind dann nach Hause gefahren. Aber da hatte dann der kleine Dackel seine erste Erkältung, hatte direkt sich einen Husten eingefangen. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist also Husten und Schnupfen so ein bisschen. Ja, Schnupfen nicht so, Husten hauptsächlich. Aber so ein, habe ich ein Leckerchen verloren? So einen schleimigen Husten. Na, habe ich während seiner Erkältung noch, habe ich dann gedacht, nee, das passiert uns so schnell nicht nochmal, weil er hat auch fürchterlich gefroren, er ist halt kalt geworden. Und dann habe ich halt auf die Schnelle ihm hier das Pullöverchen gestrickt. Das ist nichts Besonderes. Das ist auch nicht nach einer Anleitung. Das ist einfach so Pi mal Daumen. Wo ich noch was hätte ändern müssen, ist hier. Da habe ich so ein paar verkürzte reingemacht. Da habe ich irgendwelche Fehler eingebaut. Ja. Das ist dann das gewisse Etwas. Was machst du? Da hier nimm dir das. Hier, das. Das ist Wolle, die ich ihm geopfert habe. Die hat er sich geschnappt und nein, das drösel ich nicht mehr auf. Das gehört jetzt Fritzi. Hier, komm. Da. Geh hier auf deinen Platz. Fritzi, komm hier. Geh da auf den Platz, kümmere dich um die Wolle. Hier, da. Und da muss ich noch mehr, hätte ich noch ein paar verkürzte Reihen mehr einbauen müssen, dass die Rundung noch ein bisschen mehr ist, ne? Aber es erfüllt seinen Zweck. Er trägt es, zwar nicht mit großer Begeisterung, aber auch nicht irgendwie, dass er es ganz schlimm findet. Wobei es wird jetzt schon langsam wieder knapp, also ich müsste schon einen neuen machen. Das ist einfach glatt rechts gestrickt. Die Wolle. Das hier oben war, glaube ich, mal eine Lidl-Wolle. Das ist auch Wolle, die ich schon ewig in meinen Regalen rum, die ich schon, da muss ich hingucken, ne? Die ich schon ewig in meinen Regalen rumliegen habe. Dann habe ich dieses hier. Das ist eine Action-Wolle. Und weil das hier unten mir nicht gefiel, weil ich habe dann ja hier so eine, diese Rundung halt reingemacht, habe ich das dann einmal nochmal umhäkelt. Mit Stäbchen nochmal in dieser Lidl-Wolle. Und es ist süß. Pass mal auf, ich guck mal, ob unser kleines Model, der zieht das doch bestimmt jetzt mit Begeisterung an, der Dackel. Aber ich glaube, er hat dann schon gemerkt, wenn es draußen kalt und nass war, im Moment ist es ja so gar nicht kalt und das im November, dass es dann doch geht, ne? Er ist jetzt nicht super begeistert aus, wird schon knapp. Ne, habe ich ja gesagt, wird schon knapp. Und ich musste ja eine Aussparung machen, weil er ist ja ein Rüde, damit das Schniepelchen funktioniert. So, und so sieht das Ganze dann angezogen aus. Guck mal, Schatz, jetzt kannst du mal modeln. So sieht der Fritz jetzt mit seinem Pulli aus. Das siehst du. Ne? Du guckst auch so schön da rein, ne? Ja. Kannst du wieder ausziehen, weil es doch ein bisschen eng mittlerweile, ne? Gestrickt habe ich das mit einem 6er Nadelspiel. Das ist, oh, ich glaube, das waren mal einfach so Holznadel, Bambusnadeln von Butinette, glaube ich. Da habe ich die mal bestellt, meine ich. Ja, ich glaube, ja, das waren, glaube ich, einfach so Holzstricknadeln. Da hatte ich so mehrere Nadelspiele irgendwie in verschiedenen Stärken. Und das waren 6er. Und ich glaube, das sind 40 Maschen gewesen, die ich aufgenommen habe. Ja, meine ich. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht. Also ich habe da jetzt auch nichts zu aufgeschrieben. Ich habe das einfach so hier zwei rechts, zwei links angefangen, nur ein Bündchen.
Hab gedacht, das soll jetzt ja kein Rollkragen sein. Das ging mir halt hauptsächlich darum, dass hinten der Rücken und so da überall warm ist. Ja. Und dann halt glatt rechts weiter. Und dann halt irgendwann hier so eine Aussparung gemacht für die Pfötchen. Die hätte noch fast ein bisschen breiter sein können, dass er noch ein bisschen mehr Platz hat. Ja, und dann habe ich hier irgendwie, glaube ich, abgekettet und habe dann hier in Reihen weiter gestrickt und später dann halt auch so Abnahmen gemacht an den Seiten. Irgendwie jede zweite Reihe habe ich dann irgendwie eine Masche abgenommen. So ein bisschen wie bei der oh, diese Nuss, ne? Die mich gerade so gequält hat. Wie bei der Bändchenspitze von Socken. Ja, und dann war es fertig. Das gute Stück. Das war aber auch alles. Also ich habe an dem Tuch von meiner Mutter, glaube ich, zwei Reihen oder sowas nochmal gemacht. Ich habe die ganzen Stricksachen auch nicht mit hochgenommen, weil ich habe ansonsten nichts weitergearbeitet. Ich habe an meinem Tuch nicht weitergearbeitet. Ich muss diesen Ärmel von dem Pulli meiner Tochter unbedingt fertig machen, sonst ist die bald rausgewachsen, wenn der Pulli fertig ist. Aber ich habe mich nicht aufgekriegt, abends da noch irgendwie. Dackel, du sollst doch. Ach, egal. Noch irgendwas zu machen. Doof. Ich habe es immer so vor mich hingeschoben und habe gedacht, boah, muss man jetzt mal irgendwie was machen, wegen Video und so. Und dann habe ich aber wieder gedacht, ja, aber ich möchte natürlich auch Spaß haben daran. Und ich mache das Ganze hier just for fun. Ich kriege da jetzt ja nichts für. Was heißt, brauche ich gar nicht machen. Ne? Das, was ich dafür kriege, ist halt ja eher so ein bisschen Seelenstreicheln, ne? Dass ihr dann, dass man gesagt kriegt, oh, hast schön gemacht, oder dass man sich austauscht, dass Leute einem Tipps geben. Das so, ne? Aber ich habe halt keine, krieg kein Geld oder irgendwas. Es ist jetzt ja nicht, kein Job oder so, dass ich das, ne? Sondern das ist halt was ich so als Hobby und als Spaß mache. Und wenn ich nun mal im Moment so überhaupt keinen Bock habe, abends zu stricken, dann was soll ich dann tun? Und dann mag ich mich auch nicht unter Druck setzen, weil wenn ich dann mich hinsetze und mich dann zwinge und sage, so, du musst das jetzt aber machen, weil da kommt bald ein Video, also, du musst jetzt wieder drehen oder ein Video aufnehmen. Drehen hört sich ja an, ja, drehen natürlich, ja, dann kommt meine ganze Crew hier hin und dann, nein. Also ich muss wieder aufnehmen. Dann macht mir das Stricken aber auch wieder keinen Spaß, weil dann mache ich das halt nicht um des Stricken willen, sondern dann bin ich nur damit zugange, ja, du musst das jetzt irgendwie machen und ach, weiß ich nicht. Und dann macht es weniger Spaß und das setzt mich unter Druck. Und Stricken ist halt eben ein Hobby von mir, genauso wie Häkeln und Nadelbinden und Nähen und was weiß ich nicht. Und ja, so. Wisst ihr Bescheid. Und so habe ich eben im Moment nichts gemacht. Was hast du denn jetzt schon wieder da? Ach, Dackel. Entschuldigung, ja, hör mal auf. Ach. Sag mal, ja. Entschuldigung. Bleib doch mal auf meiner Seite, Weil rumlaufen lassen kann ich hier nicht. Hier liegt noch so viel Kleinscheiß rum. Der einzige Bereich, der halbwegs sicher ist, ist die Couch. Wobei der findet auch da irgendwas. Nee, hör mal auf. Komm mal auf die Seite hier. Ah, mir sind Leckerchen rausgefallen, ne? Die findest du jetzt gerade. Ah, es sind mir ein paar Leckerchen aus dem Leckerchenbeutel gefallen. Ne? Die findet der kleine Mann direkt. Ja, wo war ich? Genau. Kurz ablenken lassen. Ja. Und so habe ich dann halt tatsächlich gedacht, nee, dann nimmst du jetzt halt erstmal nicht auf, machst eine kleine Pause, wartest eben und so. Und ich glaube, das wird auch nichts mit mir und dass ich wirklich jetzt einen festen Termin habe immer, dass ich dann sagen kann, ich nehme jetzt jede Woche oder alle 2 Wochen oder sowas auf, weil das kriege ich im Moment einfach nicht hin. Also ich werde weiterhin unregelmäßig aufnehmen, werde mich bemühen, ich möchte ja weitermachen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so keinen Bock auf Stricken an sich habe. Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe schon Lust. Ich kriege es nur im Moment nicht auf die Kette und dann abends bin ich einfach platt. Und dann mag ich auch nicht mehr. Dann liege ich einfach nur noch doof auf der Couch, starre in den Fernseher und denke mir, ich mache nichts mehr. Und am nächsten Tag ärgere ich mich wieder, weil ich dann denke mir so, oh, ich würde ja auch mein Tuch so gerne weitermachen. Und man vergisst dann ja auch wieder so Sachen. Ich muss ja auch bei den Kindern mal langsam fertig werden mit den Sachen, ne? Naja, hoffen wir einfach das Beste, dass ich jetzt wieder reinkomme. Und dann kann das Ganze wieder weitergehen. Ja. Meine Fingernägel sehen toll aus, ne?
Ja, aber Bücher habe ich noch ein paar. Also Bücher habe ich ja eh genug. Da habe ich ja letztes Mal im Video gefragt, wie ihr das gerne hättet. Und ja, die Schwierigkeit ist, es ist fast so halbe halbe. Die einen sagen, sie hätten gerne querbeet und die anderen sagen, sie hätten es lieber ein bisschen strukturierter. Also habe ich mir gedacht, machen wir querbeet strukturiert. Das heißt, ich sage, ich ordne es den Themen dann, also ich werde jetzt aus mehreren Bereichen machen. Ich ordne es dann so grob den Themen zu, zum Beispiel Stricken oder vielleicht auch noch dann gucke ich, dass ich dann vielleicht zwei Sockenbücher habe oder sowas. Dann kommen vielleicht zwei Häkelbücher, wo ich dann sage, sind oder drei sind Amigurumis und dann kommen vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Nähbücher oder sowas. Das heißt, es wird schon so eine kleine Gliederung geben. Und wenn ich dann zum Beispiel Nähbücher vorstelle und ihr habt mit Nähen überhaupt nichts im Sinn, dann könnt ihr sagen, okay, gucke ich nicht. So. Ich werde es auch, weil ich glaube einfach mal, dass die meisten hier eher stricken, werde ich mit Strickbüchern anfangen, gehe dann zu Häkeln über, dann zu Nähen und dann zu, keine Ahnung, Deko oder so andere Sachen, also so, was weiß ich, was halt nichts damit dem zu tun hat, habe ich so gedacht. Ich hoffe, das ist so in eurem Sinne. Ich hoffe auch, dass das nächste Video nicht ganz so lange dauert wie jetzt zwischen Abständen. Aber ich denke, es wird immer wieder mal. Ich werde halt ja unregelmäßige Videos machen. Da müsst ihr mit leben. Dann weiß ich nicht. Könnte ich höchstens sagen, wie die meisten YouTuber sagen, dann abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, dann werdet ihr informiert. Wenn ich mal wieder ein neues Video reingepackt habe, dann kriegt ihr das halt mit. Ja. Das wäre so alles. Ne? Ja, wie gesagt, sonst kann ich euch gar nicht viel dazu sagen. Sonst ist auch nicht viel passiert, reicht mir auch. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber wenn das so, kommt ja immer alles auf einmal. Ne? Wenn das dann erst so, erst geht das eine Ding kaputt, dann muss ein neuer Kamin ran, dann gibt die Spülmaschine auf, dann denkt man irgendwann auch, jetzt reicht's mal. Ne? Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt auch wieder mehr Zeit finde. Ich meine, ich bin hier noch nicht fertig im Arbeitszimmer, das ist noch lange nicht fertig. Da habe ich noch einiges, was ich hier anders haben möchte und weghaben möchte. Ja, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug lamentiert. Ich denke, das Video wird heute auch nicht ganz so lang, weil ich halt nicht so viel habe. Es geht los mit Stricken. Und zwar wollte ich eigentlich anfangen, mehr Stricksachen zu machen für stabile Frauen. Da ist ein Buch dabei, das ist jetzt das erste. Und das ist von Dorte Skappel, lässig leicht im großen Stil. Dachte ich, ist aber gar nicht. Es sind einfache Strickprojekte in Oversize. Es ist Oversize, aber ich glaube, wenn ich es Oversize stricke, passt es mir. Also es ist eher Oversized für schlankere Leute. So. Sind aber durchaus ein paar nette Sachen bei. Wobei ich habe hier auch noch nie was draus gemacht. Ich habe auch noch... Oh, ich habe noch so viele Pläne. Das macht das auch noch. Aber ich habe ja gesagt, ich muss erstmal meine Projekte fertig kriegen. Ich habe ja immer noch diese Colorwork-Geschichte. Dann möchte ich mir unbedingt irgendwie ein Cardigan oder eine Weste oder irgendwie sowas stricken. Ich hatte mir auch Wolle gekauft, die habe ich aber beigeräumt, weil die lag hier jetzt die ganze Zeit rum. Und da habe ich gesagt, boah, ist jetzt mir egal. Ist auch nichts Spektakuläres gewesen, das waren ein paar Angebote. Die hatte ich bestellt bei Boutinette. Das war hauptsächlich schwarze Wolle, denn ich bin ein bisschen schwärzer geworden, wie ihr seht. Nein, das ist jetzt nicht was besonders Neues, sondern eigentlich ist das so, wie ich früher immer war. Bin dann aber irgendwie so ein bisschen, ja... Ich hatte keinen eigenen Style mehr irgendwie. Ich habe immer das angezogen, was gerade passte oder was irgendwie, weiß ich nicht. Habe mich da auch nicht so richtig mit wohl gefühlt und habe dann irgendwann gesagt, komm, ich muss jetzt mal wieder. Also es wird jetzt nicht dramatisch. Ihr werdet halt mich jetzt immer ein bisschen schwärzer sehen. Ihr werdet auch hier vielleicht ein bisschen was Schwärzeres sehen. Ich hoffe, das schreckt euch nicht zu sehr ab. Es wird jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie gruselig. Denke ich, hoffe ich, versuche ich. Mal gucken. Schminken mache ich im Moment halt relativ viel, aber das hat halt hier nicht mit viel zu tun. Kann ich zwar so jetzt nicht ausüben, aber es ist halt immer noch ein Teil auch meines Hobbys, dass ich das mache. Auf Instagram hatte ich jetzt gepostet, wo ich mich halt so als Totenkopf, wie so einen Totenkopf geschminkt habe und so. Und da habe ich im Moment wieder, dadurch habe ich tatsächlich im Moment sogar mehr Lust. Und wenn ich aber, je nachdem was ich schminke, bin ich dann halt aber auch echt lange damit beschäftigt.
War jetzt auch angedacht eigentlich für Halloween. Ist jetzt nichts draus geworden. Aber wir hatten dann auch gedacht, dass wir uns vielleicht zumindest geschminkten Spaziergang machen. Aber da der Lütte gestern in der Welpenschule so viel getobt hat und so platt war, haben wir das dann einfach gelassen. Haben wir nur so noch eine kleine Abendrunde gemacht, damit er noch seine Geschäftchen erledigen kann. Und dann war es das auch schon. Das, was ich gemacht habe gestern, war, ich habe dann bei uns im Garten Süßigkeiten versteckt und die Kinder mussten die dann halt mit einer Taschenlampe suchen. So, hatten sie auch Spaß dran. War auch ganz süß, ne? Dann im dunklen Garten so mit Taschenlampe rumzuwurschteln. So, jetzt aber wieder zurück zum Buch hier. Ich schweife ab. Sammeln kann ich immer noch. Das werde ich auch nicht verlieren. Da habe ich auch mal Lust zu. Also, lässig, leicht im großen Stil. Ich zeige euch damit ein bisschen was draus. Es sind alles Oversized-Sachen. Es ist jetzt nur mal so, ich mag Oversized tatsächlich eigentlich sehr gerne. Ich habe das ganz gerne, wenn etwas ein bisschen größer ist. Ich bin immer wieder abgelenkt, weil der Dackel mir sonst stiften geht. Schatzi, du musst schon, bleib doch jetzt mal hier. Du hast doch bis gerade noch, warst du müde. Hast du nicht noch irgendwas zum Spielen hier? Hatten wir hier nicht mal irgendwelche Sachen hingetan? Hier ist ein Kamm. Ja, von mir aus frisst das Kissen. Ist mir egal. So, oder hier ist noch so ein Hund. Kannst du auch vermöbeln. So. Ich kann da jetzt noch gar nicht so viel sagen. Es gibt hier dieses Vorwort. Dann kommt es über die Geschichte hinter dem Skappelgarn. Pass auf, ich schummel mal jetzt so ein bisschen. Ich werde jetzt einfach so ganz unauffällig versuchen, in diesem Buch ein bisschen zu lesen, das zu überfliegen, worum es da geht. Sister Act S. Strickkids. Es geht auf jeden Fall irgendwas mit Alpaka. Es geht um die fantastischen Eigenschaften des Alpaka-Garns. Ja, es geht hauptsächlich um Alpaka-Garn. Und dann gibt es noch hier Mück, oder wie das auch immer ausgesprochen wird. 48% Baby-Alpaka, 30% Merino-Wolle. 22 Polyamid, dann Mini-Alpaka und so weiter. Also, es geht nicht nur um Oversize, sondern offensichtlich um ganz viel um Alpaka. Die machen wohl alles mögliche über Alpaka, genau. Hier gibt es nämlich dann jetzt nochmal einen ganz dicken Bericht über Alpaka-Wolle. Was die Vorteile sind, ne? Feine Fasern wie Kaschmirwolle, kratzt aber nicht. Hat kein Lanolin, ist glatt wie Seide, weicher als Baumwolle. Stärkere Fasern als Mohair, dreimal stärkere Fasern als Schafwolle, Isolationseigenschaften, wärmer als Gänsedaun, fünfmal wärmer als Schafdaun. Und wenn sie nass wird, verliert sie ihre Isolationsfähigkeit nicht, wobei das macht Wolle eigentlich auch nicht. Also Superwashed Wolle ist davon ausgenommen. Also unbehandelte Wolle in Anführungsstrichen wärmt auch, wenn sie nass ist. Zumindest noch eine ganze Zeit lang. Und kann ja ein Vielfaches ihrer Feuchtigkeit aufnehmen, und das wisst ihr alles. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Atmet äußerst gut, sodass die Haut trocken bleibt, isoliert gegen Kälte und wirkt auch kühlend bei Wärme. So. Also da kriegt man noch mal einiges Wissenswerte über Alpaka-Wolle. Und dann kommen die Anleitung, Skaffelpullover. Ich habe dieses Buch von meiner Mutter irgendwann mal bekommen und habe es bei mir ins Regal gestellt und seitdem steht es da. Und da ich jetzt aber ja mein Regal umräume, also hier jetzt die Stricksachen hinkommen, die habe ich alle da hinten weggenommen. Ich habe jetzt hinter meiner Couch stehen so Türmchen, aber immer so, dass man nicht sieht, also die ragen nicht halt über die Couch, aber hier hinter sind überall so Türmchen mit meinen ganzen Handarbeitsbüchern und Kreativbüchern. Da legst du dich hin, ist okay, mit deinem Schwein. Und da greife ich jetzt immer so von ab. Und jetzt ist mir dieses Buch wieder in die Hände gefallen. So, und dann gibt es hier den Skappelpullover. So, ich muss mal gucken hier mit dem Licht. Kann ich gleich noch ein bisschen. Macht es ein bisschen besser, ne? Sieht man nur von hinten. Und hier sieht man ihn nochmal. Das ist ein einfacher, gemütlicher, schlichter Pulli, würde ich sagen, in Oversized. Welche Größen hat der Gute denn? Dann sind da noch Tipps bei. Viele nicht. Gibt es denn hier irgendwas, wo ich denn sehe? Oder ist der One Size? Dem einen passt er, dem anderen ist er viel zu groß. Ach nee, hier steht, wie man es messen muss. Ich muss hier noch selber messen und alles?
kleiner Tipp, stricken Sie das Rückenteil ein bisschen länger als das Vorderteil. Dann wird er also in Stücken wahrscheinlich zusammengenäht dann. Aber diese Nuss quält mich immer noch. Oh, Entschuldigung, aber ich bin immer noch vor meinem Grade. Ich habe mich aber so heftig verschluckt, meine Güte. Doppelten Faden aus Suri-Alpaka und Mini-Alpaka gestrickt. Das ist schön. Scapel-Pullover mit Farbverlauf. Mich macht das gerade. Also hier gibt es mal eine Anleitung mit ne, Dings hier. Nix in... Also keine Charts oder so. Hier. Ach, hier erzählt sie immer ein bisschen was von sich wohl. Na, ein weiser Mensch hat einmal gesagt, dass das Einfachste oft das Schwierigste ist. Und so weiter und so fort. Also hier erzählt sie immer erst so ein bisschen was für sich. Dann kommt die Anleitung für das jeweilige Strickstück. Wobei der Farbverlaufspulli ist ja im Grunde auch nicht viel anders. Nimmt aber natürlich immer ihre Alpaka-Dinger da, wo ich jetzt auch im Moment nicht wüsste, wo man das herkriegt, die Scapel-Garne. Aber da wird man wahrscheinlich auch andere Alpaka-Garne oder auch andere Garne einfach für nehmen können. Was mich jetzt aber ein bisschen irritiert, ist halt eben, es gibt so keine Größen. Das muss man dann halt alles messen. Das ist dann wieder so mit Eigenarbeit verbunden. Man kann das nicht einfach so runterstricken. Man muss selber was dafür tun. Man muss messen. Das ist ja schon wieder nicht meins, ne? Da muss ich schon wieder messen. Muss ich selber machen. Hier ist dann der Scapel-Pullover mit Kapuze. Ist das ein ganzes Buch nur mit dem Scapel-Pullover? Also auf dem Vollhaut ist zumindest eine Strickjacke. Also ich meine, es sieht gemütlich aus. Dann haben wir den Scapel-Pullover in Kindergröße. Also generell ist das durchaus ein Pulli, wo ich sage, der scheint auch einfach nur kraus-rechts gestrickt zu sein, so wie ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe. Ist das schon ein Pulli, wo ich denke, das könnte mir gefallen. Also ich mag das, ne? Es ist so muckelig, so, ne? Wo man sich so reinkuschelt in so einen Pulli. Gut, für mich wahrscheinlich eher ungünstig, aber ich mag die Pullis trotzdem, wenn die so ein bisschen, ne, wo man so drin verschwindet und am besten noch die Ärmel so bis hier über die Finger gehen, wo man sich so richtig da reinkuscheln kann. So halb drin verschwindet. Ich mag das. Ich mochte das früher schon. Wobei hier finde ich den Absatz zwischen hinten und vorne ganz schön heftig, oder? Findet ihr nicht? Da? Guckt bitte nicht auf meine Fingernägel, die sehen ganz fürchterlich aus. Selbst dazu war ich zu faul, ne? Ist egal. Müssen wir heute alle mitleben. Hier, das ist aber ganz schön weit hinten runter und hier oben so kurz. Naja. Weiß ich nicht. Also, diese Nuss. Ich glaube, das wird mir, wäre mir das zu viel, also mir wäre das zu viel, Absatz hier. Ich würde vorne doch ein bisschen, also hinten von der Länge finde ich ihn an sich gut. Also ich finde es hier tatsächlich gut. Ich finde es immer gut, gerade bei Kindern und so, auch wenn es so ein bisschen über den Puschi geht. Aber hier vorne würde ich, glaube ich, so ein ganzes Stück nochmal runter machen. Ich meine, kann ja gerne hinten ein bisschen länger sein, aber das finde ich ganz schön viel länger, oder? Dann kommt die Scapel-Jacke. Die sieht aber gemütlich aus, finde ich, oder? Aber es gibt anscheinend keine Größen, weil das halt einfach nur ein schlichtes Modell ist. Also niemand konnte vorhersehen, wie ungeheuer beliebt der Scapel-Pullover werden sollte. Ach. Na dann. Und dann haben wir noch eine Jacke dazu gemacht. Also ich finde die Jacke cool. Die finde ich schick. Also man sieht nicht so viel durchs Gras. Ich guck mal, geh mal ran. Aber hier dieses Muster, es scheint so ein Perlmuster zu sein. Finde ich nett. Aber es ist schon, also ich glaube, dieses Buch muss ich mir nochmal genauer zu Gemüte führen, weil irgendwie so ein bisschen irritiert mich das. So, hier ist eine grobe Zeichnung über die Tasche, wie man die Tasche macht. Da werde ich mich aber nochmal, ich meine, sonst wird das alles geschrieben. Der Pullover für den Liebsten. Bei dem finde ich auch schön. Also den finde ich, ist schlicht. Ist halt ein schlichter, einfacher Pullover. Für den Mann. Aber
weiß noch nicht. Pullover Dorte. Was ist da jetzt groß anders? Also es sind ganz schlichte, einfache Pullover. In Übergröße. Und die Anleitung ist halt immer nur geschrieben. Ihr merkt das, ne? Ich bin zwiegespalten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich... Hier kommt das Ganze dann nochmal mit V-Ausschnitt. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Buch halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch sehr unschlüssig. Kurzarmpullover, Dorte, sieht also das gleiche mit kurzem Arm. Jacke Dorte mit Taschen. Die hat sogar eine gestrickte Hose an. Sieht dann so aus. Ich bin tatsächlich noch unschuldig. Ich weiß auch nicht, ob es dieses Buch noch gibt. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, wo das herkommt. Steht hier Weltbild. Ah, es war ein Weltbildbuch. Skandinavische Mode in Oversize. Das muss man sich dann wahrscheinlich selber irgendwie zurechttüteln, dass man das so strickt, dass es für einen selber auch oversized ist. Weil es gibt jetzt keine Größenangaben oder sowas. Dass man irgendwie sagen kann, von bis. Hier wird dann nur gesagt, für die Serie 8 Knäuel Suri Alpaka, 8 Knäuel Mini Alpaka. Gestrickt wird doppelfädig mit je einem Faden beider Qualitäten. Rundstricknadel. Maschenprobe. Ja. Ja, aber rechtes Vorderteil 44 Maschen aufnehmen. Und dann geht es halt irgendwann weiter. Ja, aber wir sind doch nicht alle gleich. Ich meine, das trifft dann auf ihre Figur ja super zu, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mir die Mädels hier so angucke, bei mir ist der Pulli mit Sicherheit nicht oversized. Behaupte ich jetzt mal so. Sondern eher eng. Sehr eng. Also da müsste man sich dann zurechttüdeln. Wie man das hinkriegt. Dann kommt die Jacke Ingeborg. So. Na, ich weiß noch nicht, was ich von dem Buch halten soll. Bin da noch sehr, sehr unschlüssig, muss ich ja mal sagen. Wobei Jacke Ingeborg wird ein bisschen mehr erzählt. Jacke Maria, das ist die von vorne auf dem Cover. Die ist schick. Also schick sind die Sachen alle, sind halt schlicht. Den finde ich. Marte. Die finde ich. Da, sowas mag ich, ne? Das ist schick. Oh. Der gefällt mir gut. Ja, muss ich mal überlegen. Mein Buch, was ich euch immer noch zeigen wollte, was ich schon vor Ewigkeiten angekündigt habe, was ja aus Spanien kommen soll, bin ich informiert worden, dass ich noch warten muss. Also ich warte da jetzt seit über 2 Monaten drauf. Ich weiß nicht, ob ich das Buch je bekomme oder nicht. Ich bin da jetzt einfach stumpf und warte. Vielleicht kriege ich es irgendwann. Ihr werdet es erfahren. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Buch. Also ich hoffe, es lohnt sich auch. Also ja, ich habe sie auf Kindle. Also da finde ich von den Mustern finde ich es toll. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es nennt sich Jane Austen Knits. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ich hätte es gerne. Ich habe es gekauft und warte. Aber ich denke, durch Corona hat sich das eh alles, ist das im Moment alles ein bisschen schwierig. In Spanien ist die Lage ja auch gerade nicht brillant und dementsprechend übe ich mich weiterhin in Geduld. Ich habe die halt nur einmal angeschrieben, die haben mich aber auch nicht vergessen, sondern sagen, sie wissen Bescheid und sie haben es im Blick. Und haben mir jetzt vor kurzem sogar nochmal wieder geschickt, irgendwie voraussichtliche Lieferung 2 bis 4 Wochen. Aber das habe ich jetzt schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal geschickt bekommen. Es wird immer wieder um 2 bis 4 Wochen verlängert. Wir werden sehen. Das ist Rollkragenpullover in Mick. Ja. Das ist dann ein Pullover mit V-Ausschnitt. Es sind auch nicht so richtig viele Fotos, ne? Das ist mal so. Hier, Rollkragenpullover in Suri. Das ist schön. Ich meine, das Mädel sieht ja nett aus, aber ohne ihr nahe zu treten zu wollen. Das ist ein Strickbuch und ich hätte dann lieber ein Bild vom Pullover als von ihr. Da haben wir eins. Ein kleines Bild. Kann ich euch aber nicht wirklich zeigen, weil da die ganzen Anleitungsgedönse bei ist.
Ja, ich weiß noch nicht. Rundhalsausschnitt in Suri. Das Bild ist schön. Sie schreibt mal ein bisschen noch von sich was dazu. Das ist dann hier so in wie so Schreibschrift so ein bisschen. Ne? Das ist dann nicht so nicht normal gedruckt. Dass man da tatsächlich Unterschiede sehen kann. Sophias Pullover mit überlappendem Kragen. Ja. Ja. Und noch eine Skappelmütze. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau. Also ich finde die Pullis da drin nicht schlecht. Ich finde sie ganz hübsch. Ich finde aber die Art und Weise, also dass es halt auch keinerlei Größenangaben gibt von bis oder so, sondern, ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was ich von dem Buch halten soll. Also ich werde es erstmal wieder ins Regal stopfen, muss mal gucken, ob ich vielleicht mal irgendwie ein Momentchen finde, dass ich mich mit diesem Stück ein bisschen... Was zeige ich denn da an? Alles gut. Näher befasse nochmal, aber... Nee, ich weiß noch nicht. Dann kommen wir zu einem Buch, das habe ich auch von Weltbild, Stricken im großen Stil, Strickdesigns in Größe 44 bis 54. Da kommt gleich nochmal ein Buch, also das ist heute mal eher Stricken für mehr Frau. Das finde ich gar nicht schlecht, da habe ich einige Sachen drin gefunden, die ich ganz hübsch fand. Doch, ich meine, das habe ich bei Weltbild gekauft, ich bin mir ziemlich sicher, ne? Punkte, Punkte, Punkte heißt das hier. Ja, wahrscheinlich hier mit den Ärmeln, ne? Da. Hier ist auch wieder eine Anleitung, so wie man es kennt, ne? Also hier wird nicht viel vorne erzählt. Es geht eigentlich fast sofort rund. Das ist auch nur ein dünnes Büchlein. Aber ich finde, es sind ganz nette Sachen. So ein bisschen schnelle Streifen. Ja, ich denke, es wird quer gestrickt, ne? Da wird nicht so gestrickt, sondern so. Ja, ja. Und hier so eine Tunika. Davon finde ich, die kann man immer gebrauchen. Ne, so was man so drüber wirft. Das geht immer. Kann man nicht genug von haben. Die gehen immer, die kann man immer gebrauchen. Das ist die von vorne, von dem Dings, mit Dank. Vom Cover, so, da haben wir das Wort. Die finde ich auch schön. Dann haben wir hier nochmal Wasserwirbel, die finde ich auch schick. Das sind alles mehr so Strickjacken, so zum Überwerfen. Ja, ich weiß, mach dich doch nicht so breit. Wenn du meinst, dass du direkt hinter mir liegen musst, dann brauchst du jetzt nicht zu treten. Du hast ja da dein Kissen, hättest dich da hinlegen können. Dann hier Wellen. Ja, ist nicht ganz so meins. Finde ich ein bisschen kurz. Also ich habe ja lieber, hier, ich habe lieber, wenn Jacken so ein bisschen noch über den Po gehen. Ich habe es lieber ein bisschen länger. Der drückt mich hier von der Couch runter. So klein wie er ist, der kleine Knirps. Die finde ich auch schick, hier Biesen. Wobei die Biese auch genau das ist, was mich davon abhält, das Ding zu stricken. Aber ist ja nur eine Biese. Die erinnert so ein bisschen, erinnert ihr euch noch an das, wie heißt das, Stricken für Zeitvergesser oder sowas? Da war so eine, also mehr tailliert und so, aber so eine ähnliche Strickjacke drin. Auch die Biese von der Farbe. Ja, die haben Ähnlichkeit. Die gefiel mir auch schon so gut. Also muss ich mich doch mal hinsetzen und mir so ein Ding machen, ne? Irgendwann. Dann haben wir diese hier. Kringel. Ja, ist nicht so ganz meins.
Nee, nicht schon wieder verschlucken hier. Die hat einen bunten Rücken, den kann ich euch nur leider nicht zeigen. Auf dem rechten Weg. Also, was ich merke, es ist sehr strikt Jacken-Cardigan-lastig, das Buch. Und die wäre mir auch wieder zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, da machst du dich denn so breit? Kann die nicht noch weiter weg? Ehrlich. Dann sitze ich auf dem Boden. Fischgerät. Das ist nicht so meine Farbe, aber die Jacke selber, ein bisschen näher dran, damit ihr das Muster auch seht, die finde ich gar nicht schlecht. Finde ich auch schick. Also das Buch finde ich gar nicht schlecht. Es gibt hier keine Charts drin. Es ist alles nur hier Schritt für Schritt beschrieben. Ich mag das sehr gerne. Ich mag das lieber als Charts. Ich muss mal mehr hier hingucken, nicht mehr in den Spiegel. Ne? Das macht man automatisch. Man möchte ja immer, dass man sieht, dass einer mit einem, also dass man zu jemandem spricht. Aber egal. Genau, also ich habe sowieso eigentlich lieber diese Schritt-für-Schritt-Anleitung als Charts. Weil ich, weiß nicht, ich brauche immer ein Blatt, was ich mir dann noch dahin lege und dann muss ich es mal so stückchenweise rüberrücken und ich weiß nicht. Charts ist, finde ich persönlich anstrengender. Ich weiß, es gibt viele Leute, die stehen total auf Charts. Für mich, ich habe lieber sowas hier, Text, wo ich mich stückchenweise durchwerkeln kann. Ne? Schritt für Schritt da durcharbeiten kann. Am liebsten sind mir natürlich Bücher, die beides haben, weil dann finde ich immer, dann ist so für alle was dabei. Ja, das war's schon. Das war Stricken im großen Stil von Annette Danielsen. Strickdesigns in Größe 44 bis 54. Ich persönlich finde es schön. Es ist ein dünnes, kleines Büchlein. Aber ich finde die Sachen schön. Dann gibt es noch eins. Und das finde ich ganz spannend. Stricken für starke Frauen. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Stricken für starke Frauen Bücher es gibt. Ich habe eigentlich ein ganz bestimmtes Stricken für starke Frauen Buch gesucht. Suche es sogar immer noch. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf mehr, wie die Autorin nochmal hieß und so. Das habe ich bei meiner Mutter gesehen. Die hat das. Und ich fand das total klasse und wollte das auch haben. Ich wusste, ja, und dann habe ich Stricken für starke Frauen halt nachgesucht. Ich glaube, es war auch von Weltbild. Und, ach so, es ist eine Dauerwerbesendung hier. Ich weiß, ich habe jetzt schon hier eine halbe Stunde gesammelt oder eine Stunde, ist auch egal. Aber ich werde es wahrscheinlich einfach wieder oben einblenden, habe ich letztes Mal auch gemacht, weil ich es jedes Mal vergesse zu sagen. Natürlich ist das hier eine Dauerwerbesendung, denn ich nenne Marken und ich gebe Empfehlungen raus, die euch dazu vielleicht animieren könnten, irgendwas zu kaufen. Also von daher, ich werbe. Wie wild. So. Aber jetzt habe ich es gesagt. Werde es aber wahrscheinlich, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich einfach wieder oben einblenden, dann ist gut. Dass da oben Dauerwerbesendung steht, heißt aber nicht, dass ich Geld dafür kriege. Ich kriege nichts. Ich habe auch kein Buch davon. Die sind alle selber gekauft oder ähnliches. Ich weiß auch nicht, warum das schlimm ist, aber irgendwie scheint es ja Menschen abzuschrecken, wenn man sagt, ich habe das gekauft oder geschenkt gekriegt oder weiß ich nicht, kriege Geld dafür oder ähnliches. Weiß nicht. Ja gut, Geld dafür ist so eine Sache, weil dann ist wieder... Aber ich bin so jemand, ich sage auch, wenn mir etwas nicht gefällt. So, ich gebe Empfehlungen und sage, was ich toll finde. Ich sage aber auch genauso gut, wenn ich etwas total blöd finde. So. Stricken für starke Frauen. So. Und ich wollte dieses Buch haben, das meine Mutter hat. Und da war auch ein Name bei. Von einer der Autorinnen. Und dann habe ich das gesucht. Und was habe ich bekommen? Ein völlig anderes Buch. Auch mit dieser Autorin. Aber es hieß auch Stricken für starke Frauen. Das, was ich haben möchte, habe ich noch nicht gekriegt. Ich glaube, das andere habe ich meiner Mutter sogar geschenkt. Das ärgert mich im Nachhinein, weil da komme ich jetzt im Moment nicht dran wegen Corona. Weil wir jetzt die Kontakte natürlich wieder deutlich eingeschränkt haben. Weil das gefiel mir aber einfach nicht so gut. Also das war ein Buch, weiß ich nicht. Die Sachen wirkten alle so ein bisschen, also waren auch ein paar ganz nette Sachen bei, so die eine oder andere Strickjacke. Aber da war eine so coole Mütze, nein, cool nicht, eine so gruselig, fürchterliche Mütze, die weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer sowas trägt, aber die hätte ich euch gerne gezeigt. Also, wenn ihr euch erinnert, also die mich kennen, die neuen natürlich nicht, ihr müsst dann halt nochmal die ersten Videos gucken. Ich habe ja mal bei Boutinette so dieses Überraschungspaket mir bestellt und da waren ja diese Pudel drin, diese Pudelwolle. Und im Grunde genommen ist das sowas ähnliches, nur dass die ganze Mütze wie so ein Pudel aussieht. Also es sieht aus wie so eine Perücke mit, keine Ahnung, gestrickten Locken oder sowas.
Gruselig. Wäre aber lustig gewesen, euch das zu zeigen, aber ich habe das Buch leider, soweit ich weiß, ich habe ich dir das gegeben. Zumindest habe ich es nicht mehr, also ich finde es bei mir nicht. Ich denke mal, ich habe es meiner Mama mitgegeben. Ich meine mich auch schwach erinnern zu können, dass sie da drin irgendeine Strickjacke gesehen hat oder so, die sie sich gerne stricken wollte. Egal. Irgendwann schaffe ich es vielleicht, euch das trotzdem nochmal zu zeigen. Das, ne, irgendwann wird ja hoffentlich das Ganze sich ein bisschen normalisieren und ja. Dann kann ich mir das vielleicht von meiner Mutter nochmal einmal leihen und damit ich euch das wenigstens mal gezeigt habe. So, und ein anderes Stricken für starke Frauen war eben das Buch, was ich jetzt hier habe. Es ist auch Weltbildausgabe. Pullover, Jacken und mehr von Größe 42 bis 60. Hier gibt es keine Autorenangabe. Ich denke, es gibt mehrere Autoren oder so. Ich weiß es nicht. Steht auf jeden Fall nichts dabei. Aber, was ist jetzt mit meiner Nase los? Ach, ich weiß es nicht. Zu viel Stoff hier. Hier steht auch hier nichts. Ich finde es trotzdem schön. Gut, ich mag diese Art von Foto. Dieses Weichzeichnen finde ich immer fürchterlich. Den Pulli finde ich zu kurz. Und er ist schon sehr durchsichtig. Aber ansonsten, ja gut. Je nachdem, was man drunter zieht, geht's. Ich würde auch eine andere Farbe nehmen, davon ab, aber luftiger Pulli. Aber ich finde sonst, ne? Das hier finde ich wieder schick. Cardigan. Das sind auch wieder hauptsächlich schlichte Sachen, aber ich stehe ja eh mehr so auf schlichte Sachen. Muss hier da drunter durchluschern. Charts gibt es hier auch nicht. Ist aber alles recht kurz gehalten. Na gut, das sind aber auch alles sehr schlichte Sachen. Also von daher ist das, glaube ich, nicht so schwierig. Dann haben wir Pullover mit V-Ausschnitt und ein Dreieckstuch. V-Ausschnitt und das Dreieckstuch. Das gibt es, soweit ich weiß, auch noch. Also es ist noch nicht so lange her, dass ich mir das bestellt habe. Das hier ist zum Beispiel, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Oversize-Ding. Das mag ich ja gerne, ne? Hier, diesen Pulli, den finde ich total schön. Der ist zwar super weit ausgeschnitten, aber den würde ich jetzt ja auch nicht so tragen. Da würde ich immer irgendwas drunter haben. Da könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie, ach, keine Ahnung, mir den zu machen und dann irgendwie ein Oberteil auch hier mit Spitze oder irgendwie so. Ich finde das schön. Und dann sowas kuschelig-muckeliges darüber. Das Dreieck-Tuch ist im Chart. Das ist ein Chart. Oh, das ist wieder kein Chart für mich. Das ist so klein. Ich habe manchmal den Verdacht, dass ich vielleicht doch mal jetzt langsam in das Alter komme, wo ich eine Brille brauche. Aber ich schiebe das noch vor mich heraus. Gucken wir mal. Dann haben wir hier Jacke mit Wasserfallkragen. Ich glaube, das ist das, was vom Titelbild ist. Ja. Die ist auch ganz schick. Sowas mag ich auch zum drüberziehen. Sowas ähnliches habe ich sogar. Allerdings gekauft, nicht selbst gemacht. Pullover in Wickeloptik. Der wird mir auch gefallen. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir sowas mache. Das habe ich im Winter aber ganz gerne. Oder jetzt so in der Übergangsphase, wo ich dann irgendwie ein Shirt anziehe und dann so ein Pulli so locker drüber. Ich mag das dann auch wieder. Ich mag das, mein Lieblingswort. Dann habe ich hier einmal einen Häkelschal. Ach, guck mal, ein Häkelschal. Okay. Kurzer Lochmusterpulli. Ich finde den Pulli an sich ganz witzig, aber mir wäre der, also ich mag das Kurze, ist nicht meins. Der Schal ist einfach nur simpel gehäkelt, da brauche ich euch, glaube ich, nichts zeigen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, das Ding hier. Rückenfreier Pullover. Oh, nee. Das ist nicht meins. Wozu? Ich meine, von vorne ist er halt schlicht und dann sieht er hinten so aus. Ich hätte immer das Gefühl, ich habe den falsch rum an. Nee, das nicht. Dann schon wieder eher sowas hier. Ja, so. Seelenwärmer. Genau, wollte ich mir auch immer mal machen. Das muss ich auch mal dran setzen. Dazu müsste ich aber eigentlich mal wieder. Das ist nur was ganz Simples, richtig cool, Solar. Ja, das ist doch auch noch ganz nett hier. So eine einfache Strickjacke. Also es ist alles sehr schlicht, wie man sieht. Ne? Das sind alles so ganz schlichte Sachen. Dann ist hier so ein bisschen
ein bisschen businesslike. Da ist hier vorne so ein Muster drauf. Ich muss mal näher, komme ich näher an die Kamera dran. Na, jetzt. Da sieht man was. Mit Lochmustereinsatz. Echt jetzt? Ist ein Lochmuster? Ach. So kein Lochmuster. Ernsthaft? Doch. Na. Mit ein bisschen Fantasie doch. Sind irgendwie schon ein bisschen Löcher drin. Bloß mal drunter im Ausschnitt, das ist was ganz Simples, das brauche ich euch nicht zeigen. Alles muss ich euch nicht zeigen. Poncho-Pullover. Ja, ist da nichts Besonderes, ne? Wäre mir wahrscheinlich schon wieder zu eng am Hals. Und dann so ein Bolero-Jäckchen, das ist auch einfach ein ganz schlichtes, auch nichts dabei. Poncho-Pullover mit Blockstreif. Das ist ja so, das ist so ein Standard Dings. Ne? Da finde ich die Jacke schon zum Beispiel, finde ich wieder schöner. Die gefällt mir auch ganz gut. Jacke mit schrägen Kanten. Hat jetzt auch keine spektakuläre Überschrift immer, wie man sieht. Ne? Steht einfach nur Jacke mit oder Pullover. Ne, kurze Jacke, lange Jacke. Aus diesem Perlmuster hier. Pullover mit Wasserfallkragen. Ja, es war alles sehr, sehr, sehr schlicht gehalten auch. Ja. Wäre also ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt nichts, was ein großes. Also für Leute, die schon Strickprofi sind, ist das jetzt wahrscheinlich keine große Herausforderung, sagen wir mal so. Das ist dann wahrscheinlich eher, was man so nebenher macht oder was dann teilweise eher schon langweilig werden könnte. Wobei, mir gefallen einige Sachen davon trotzdem. Gerade weil sie so schlicht sind. Ja, das ist das Ganze nochmal mit Dreiviertel Ärmel. Nee, das war's schon. Ich finde es trotzdem gar nicht so schlecht. Mir gefällt's. Mir sind einige Sachen dabei, die mir gut gefallen. Könnte ruhig hier und da ein bisschen verspielter sein oder ein bisschen mehr Muster haben. Vielleicht so ein bisschen mal Zopfmuster oder irgendwie sowas hätte man da ruhig mit reinpacken können. Oder ein bisschen mehr Lochmuster. Ansonsten finde ich es gar nicht schlecht. Weil immer nur so alles ganz, ganz glatt und schlicht ist dann auch irgendwie doof, oder? Aber nun, das war Stricken für starke Frauen. Ist wie gesagt vom Weltbild. Mehr steht da nicht bei. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar auch für unsere Jüngeren. Und mit Jüngeren meine ich Jünger, Jüngeren. Das hier ist von Claire Montgomery. Jetzt stricken wir. 35 Ideen für kleine und große Hände. Das ist im Grunde genommen, da kommen gleich noch mehr von. Also wir sind jetzt mit dem Stricken für Erwachsene, sagen wir mal, so halbwegs raus. Da sind wir jetzt raus. Es geht im Moment noch jetzt einmal zum Stricken, danach geht es einfach nur um Handarbeiten und dann geht es um Nähen. Und zwar kommen jetzt Bücher für auch Kinder. Wie man mit Eltern oder auch Kind, also entweder als Strickanfänger kann man das nutzen oder wie man dann halt, wenn man selber auch strickt, wie Kinder quasi zum Stricken kommen oder ins Stricken reinkommen und ja schon mal erste Projekte selber stricken können. Und das finde ich halt auch schön. Also für die Leute unter uns, die hier Kinder, Enkel haben, die sich für Stricken interessieren, sind das jetzt zum Beispiel schöne Bücher, wo die Kinder auch mal was draus machen können. Einfache Projekte, schnelle Projekte. Da wird vorher mit alles genau erklärt, wie man Maschen aufnimmt, abkettet, eine Maschenprobe erstellt. Dann sind hier ein paar einzelne Strickmuster drin. Hier ist kraus rechts, glatt links wird hier sogar erklärt. Perlmuster, Rippenmuster. Wie man Maschen aufnimmt. Hier wird auch erklärt, wie man es zusammennäht. Und. Also das finde ich schön. Auch wie man Bommel macht, Strickliesel ist damit bei. Fäden vernähen und sowas. Also erst halt hier vorne gibt es dann hier diese ganzen, und was man alles so braucht fürs Stricken, so, die, machen wir so rum, ne, von Nadeln und Schere und, ach, da werden halt erstmal die Knöpfe, da wird erstmal das Grundsätzliche erklärt.
Und dann geht's halt an erste Projekte. Und da gibt's dann hier oben sind immer so Schafe abgebildet. Ich meine, das ist das. Ich das jetzt, ja. Die stellen den Schwierigkeitsgrad dar. Also wir fangen dann halt an mit ganz einfachen Sachen. Das wäre dann hier zum Beispiel dieser Loopschal. Und das sind halt auch Sachen, so wie bei diesem Loopschal, da nimmt man relativ dicke Wolle, dicke Nadeln. Das heißt, das Kind wird auch schnell fertig. Das hat ja auch den Vorteil, je nachdem wie jung das Kind ist, was damit anfängt, dass es halt nicht so schnell die Lust verliert, sondern dass es auch relativ schnell einen Erfolg hat. Weil es motiviert ja dann, ne? Das kennt man ja auch vielleicht selber von sich auch, gerade wenn man angefangen hat. Da ist das mit der Geduld noch nicht ganz so und dann möchte man natürlich auch schnell fertig werden und ein fertiges Ergebnis haben, wo man dann stolz sagen kann, boah, das war ich, das habe ich selber gestrickt. So. Dann kommen Mütze mit Flechtzöpfen, die ist jetzt Schwierigkeitsgrad 2. Muss ich mal zuhalten hier. Das sieht dann so aus. Ne, noch mit so einem Blümchen da dran, ist so süß. Ist an sich eine ganz schlichte Mütze. Ne? Ist einfach hier zwei rechts, zwei links und später glatt. Ja, hier ist jetzt ganz doof. Dann gibt es hier noch einen Schlangen- oder Katzenschal. Der ist mit Perlmuster gestrickt. Den kann ich euch aber leider gar nicht zeigen, weil das alles so viel Erklärung bei. Dann haben wir hier so Ohrenwärmer. Die Kinder stricken. Kann man auch als Erwachsener natürlich. Also da sind bestimmt auch mal süße Sachen, so wie es hier. Warum auch nicht? Also, ne, das ist einfach so eine Mütze mit Ohren. Finde ich cool. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir die mal irgendwie da die stricke. Oder hier ist da noch mal eine Schalmütze. Mal wieder umdrehen hier alles. Da. Die fand ich als Kind immer doof. Aber als Mutter, muss ich euch sagen, mit einem Kind, das im Waldkindergarten, also mit Kindern, die im Waldkindergarten waren, die sind so praktisch, die Dinger. Hier Fausthandschuhe. Die finde ich auch. Die finde ich ja süß. Kleine Mäuse. Wird meine große Tochter jetzt nicht anziehen. Meine kleine wahrscheinlich schon noch. Finde ich süß. Also, ne, das kann dann entweder das Kind machen. Leider ist, ja, Stricken ist gar nicht bei meinen Kindern so. Häkeln haben sie manchmal Spaß dran. Hier kommt eine bunte Perlenkette. Da brauche ich euch, zeige ich euch nicht. Das ist einfach nur eine gehäkelte Kette mit Bommeln dran. Gürtel mit Fransen, das ist nur noch ein dünner Schal. Sowas ist doch auch süß hier, so ein Stirnband. Und das sind dann, das ist dann schon zweifarbiges Stricken quasi, ja, ne? Oder hier werden so Schleifchen gemacht, das ist eine Kette aus einer Strickliesel. Da werden die Knöpfe bezogen. Oder hier sowas ist doch auch süß. Muss ich gucken, wie ich das hier hinkriege hier. So, so Stulpen. Die gehen doch eigentlich auch immer. Ja, und so sind hier dann so. Und ich finde halt auch schön, dass hier auch Jungs mit drin sind. Dass es also nicht nur Mädchen sind. Hier eine Tasche. Weil ich finde, das gehört dazu. Dass das nicht immer nur alles auf Mädels abgestimmt ist. Dann hier Handstulpen. Ganz schlichte Handstulpen. Aber sind auch süß. Oder hier, das wäre was für meine Lütte. Ballerinas. Finde ich voll cool. Ja, vielleicht werde ich ihr die mal sogar machen. Hausschuhe. Gibt es dann auch immer so mit so einem Dings. Kuscheliges für zu Hause. Ja, dann hier eine Wärmflasche. Wir haben es halt benutzt. Also, sag mal. Legt sich direkt hinter mich und tritt mich jetzt immer, dass ich ihm Platz mache. Er hat hier überall Platz. Da hat er eine Fläche, da kommt, dass ich ihn. Ja, genau. Da kannst du dich überall hinlegen, Schatzi, ne? Hm? Jo, kleiner Mann. Da kannst du schön schlafen. Legt sich aber hinter mich und tritt mich in den Rücken. Wärmflasche. Benutzt man noch richtig Wärmflasche? Also, ja, Wärmflasche habe ich, glaube ich, nie benutzt, wirklich. Wir haben immer diese Kirschkernkissen genommen. Oder auch so Dinkelkissen. Und die kann man entweder, gut, im Backofen dauert es halt länger, oder man packt es halt in die Mikrowelle. Dann sind die gleich warm, geben auch lange Wärme ab. Ja, und können nicht auslaufen und platzen.
Hier ist so ein Täschchen. Aber da ja irgendwie in allen Strick-Accessoire-Büchern immer auch der Wärmflaschenbezug ist, scheint es ja noch Menschen zu geben, die Wärmflaschen nutzen. Tasche für MP3-Player. Bunte Kuscheldecke, hier ist auch süß, ne? Hier so eine Flickendecke da. Finde ich auch voll süß. Oder hier. Das Herzkissen. Das finde ich auch schön. So ist doch auch süß. Das ist ja mehr so ein Nadelkissen. Das Kissen finde ich auch schick. Das finde ich auch voll schön. Wenn meine Kinder aber auch Interesse an Stricken hätte. Also immerhin häkeln sie ein bisschen hin und wieder. Oder haben zumindest schon mal damit angefangen zu häkeln. Das ist auch witzig hier, ne? So ein, das ist eigentlich relativ schlicht und simpel gemacht, aber eine coole Idee, ein Stethoskop. Ein Ball. Oh. Kleine Bonbons. Kleine Kuchen und Törtchen hier, die gibt es hier dann auch noch. Die finde ich auch süß hier. Sheriffstern. Der Teddy sieht ein bisschen gruselig aus. Ich meine, auf der einen Seite ist er ganz süß, aber irgendwie finde ich den ein bisschen gruselig. Ein bisschen spooky. Wie es gefällt. Oh, das ist noch spooky. Wobei, das wäre jetzt ja was für mich. Ne? Hier ist nochmal ein Alien. Guck mal. Scheiße. Obwohl, die mache ich mir vielleicht. Ich glaube, die finde ich cool. In anderen Farben. Aber ist die nicht? Also, die wirkt schon ein bisschen unheimlich, ne? Die Puppe. Mal so, ne? So ein bisschen unheimlich ist die schon. Ja, und hier hinten gibt es dann nochmal hier, wusstest du eigentlich, ne? Ein Alpaka, die längste Stricknadel der Welt, wo die meisten Merino-Schafe leben. Die Niederländerin Miriam Tegels 118 Maschen in einer Minute stricken kann. Respekt. Und so weiter und so fort. Nee, also ich finde, Jetzt stricken wir ist ein schönes Buch zum Einsteigen für Kinder, wo sie schon mal so erste Strickerfolge haben können und sich echt niedliche Sachen machen können. Und dann kommen wir zum nächsten Buch. Das ist ein heiß geliebtes Buch von uns. Das haben wir auch schon ganz oft benutzt. Also meine Lütten. Das große Kinderhandarbeitsbuch. Da geht es eben nicht nur ums Stricken, sondern halt um viele verschiedene Sachen. Da geht es los mit Nähen. Wird erst alles erklärt, was man braucht fürs Nähen, worauf man achten muss. Also es gibt erst eine richtig schöne Einweisung und dann fangen die auch an mit kleineren Projekten, die stückchenweise schwieriger werden. So wie halt hier, ne, so eine Ansteckblume zum Nähen. Ist auch halt ein Buch für Kinder, wobei auch ich da denke, wieder so als Erwachsener kann man. Hier ein bunter Stoffgürtel zum Beispiel. Ich finde die auch schick, die Gürtel. Ne, hier, da können sich dann die Mädels so Gürtel selber nähen. Das hier haben meine Kinder schon, da ist sogar noch das Schnittmuster drin. Das haben sich meine Kinder beide schon ein paar Mal genäht. Sowohl meine 8-Jährige als auch meine große 13-Jährige haben sich schon dieses Gespenst selber genäht. Eine Schlafbrille ist auch immer dabei. Ich frage mich mal, wer Schlafbrillen benutzt. Wobei im Auto könnte das vielleicht mal für meine Lütte mal ganz praktisch sein. Jetzt hör doch mal auf, mich mal zu treten. Du hast doch Platz genug hier, kleiner Mann. Und hier ist so ein Täschchen. Und dann nochmal so ein Beutel oder hier so ein Erdbeerkissen. Dann kommt wieder die berühmte Wimpelkette. Streite ich mal Wimpelkette? Nein, ich sag nicht. Wimpelketten können sehr schön sein. Dann so eine Krimskramstasche. Ja, stört dich, dass ich mich bewege. Genau, dann leg dich da auf das Kissen. Dafür ist das da. Dann musst du dich auch nicht stören. Sowas finde ich auch schön hier, so Täschchen. Schlampermäppchen. Können Sie sich Ihr eigenes Etui nehmen? Oder die hier, die ist auch voll süß.
Ah, mal gucken hier. Die kleine Eule hier. Die hat sich meine große Tochter sogar schon mal genäht. Dann kommt Sticken. Da haben wir noch nichts von gemacht. Die sind nicht so die großen Sticker. Wird auch wieder genau erklärt, die einzelnen Stickstiche, die gibt es. Da könnte sogar ich das dann auch mal lernen. Vielleicht kann ich noch anfangen zu sticken. Ich mache schon so viel. Obwohl ich das toll finde. Man könnte es auch schön kombinieren. Man könnte auch mal was stricken oder was häkeln oder was draufsticken, oder? Könnte man. Aber bislang bin ich ja noch nicht gekommen. Und da geht es dann los mit so einem bestickten Filztäschchen. Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil das dauert einfach zu lange sonst. Oder hier so bunte Vögelchen. Und irgendwie an die Tasche oder Rucksack oder so machen. Oder auch hier hübsche Knöpfe. Wie so Halstücher. Das ist hier so erstes freies Sticken erklärt. Da wird dann halt gezeigt, wie man sich so ein Vögelchen oder sowas erstmal aufmalt auf diesen Stoff und das dann halt ausstickt. So die Handytasche, Erdbeertraum, so ein Nadelkissen. Lesezeichen, dann kommen wir zum Häkeln. Wird auch erst natürlich alles haarklein erklärt, was natürlich super ist. Also ich finde das Buch wirklich toll. Dann hier so Täschchen wieder und ich finde, oh, Entschuldigung, ich muss da wieder rein, sonst sind die Schnittmuster rausgefallen. Eine Wimpelkette. Die finde ich cool hier für die Kinder, oder? Können die sich so Eis zum Spielen selber häkeln? Finde ich voll klasse. Also ich finde, das Buch finde ich echt schick, also echt schön. Und da sind viele tolle Projekte drin, finde ich. Und es ist halt viel Verschiedenes, wo die Kinder sich dran ausprobieren können. Sowas hier. Also das ist so, gerade für Anfänger ist das eine ganz tolle Geschichte. Oder hier noch das kleine Baby. Den finde ich ja auch süß, ne? Guck mal, der ist doch süß, der kleine Kerl. Du weißt nicht, wie du liegen sollst, ne? Was hast du denn jetzt schon wieder, deiner Schnüss? Mach mal aus. Aus. Ach, Dackelchen. Das ist irgendeine alte Pappe. Wo haben wir denn hier links? Guck mal. Guck mal hier. Möchtest du das? Da. Hm? Ich bin gleich fertig. Ein Buch haben wir noch. Dann hast du es geschafft. Hm? Ich muss ihn heute mal mitnehmen. Außerdem wollte ich ihn euch mal vorstellen. Den kleinen Mann. Und er soll das auch lernen, dass er hier häufiger mal hochkommt, aber dass er dann halt hier nicht Randale macht, sondern dass ich dann auch mal hier oben wieder arbeiten kann, auch mal wieder nähen kann. Da komme ich nämlich auch nicht zu. Mein Nähmojo ist zwar noch nicht so ganz wieder da, aber hier und da habe ich schon Bock, mal wieder was zu nähen. Klappt aber nicht, weil ich den Dackel hier nicht alleine lassen kann. Und dazu muss dieses Zimmer erst richtig fertig gemacht werden. Aber dafür liegt hier noch jede Menge Schrott und Müll rum. Der muss hier noch weg. Und da muss noch einiges aufgeräumt werden und weggeräumt werden und durchsortiert werden. Und ach, keine Ahnung. Ja, und solange das nicht ist, kann der Dackel hier nicht rumlaufen. Und solange er hier nicht rumlaufen kann, kann ich hier nicht nähen. Doof. So ist das. Und dann kommen wir zum Stricken. Aber das hat natürlich auch wieder einen Vorteil jetzt, ne, wenn wir jetzt wieder alle mehr zu Hause bleiben, kann ich mich dann ja vielleicht mal wieder ein bisschen mehr mit Elan hier oben dem Ganzen widmen. Das Problem ist aber auch, wenn ich hier oben dann rödeln will und aufräumen will, die ganzen Kram, den wir hier so rausgeschmissen haben und der hier weg muss und die alten Kartons durchgucken, kann ich den Dackel da aber nicht gebrauchen, weil ja hier so viel Kleinkrams und Getüdel rumliegt. Das heißt also, ich kann auch hier nur aufräumen, wenn jemand unten ist, von meine große Tochter oder so, oder mein Mann, die sich um den Dackel kümmern. Oder aber wir müssten eine Zeit finden, wo er so ausgelastet und müde ist, ich glaube, der muss auch gleich bald raus, dass er einfach hier liegt und schläft und wir dann rödeln können. Das haben wir auch schon ein paar Mal geschafft. Aber das ist halt immer schwierig, das genau zu
zu managen. Und dann hat man aber auch immer nur so eine bestimmte Zeit halt, ne? Dann sind wir hier irgendwie eine Stunde, anderthalb und dann wird er wach und dann will er raus oder was weiß ich nicht was machen und dann müssen wir schon wieder unterbrechen und weitermachen. Das heißt, es wird zwar langsam, also das Regal sieht gut aus, meine Strickecke sieht mittlerweile gut aus, da hinter der Kamera und hinter so sieht es katastrophal aus. Stellt euch einfach vor, ich weiß nicht, es hätte ein großes Erdbeben gegeben und alles ist auf euren Schrank gefallen. So sieht es hier hinter aus. So. Und wenn wir dann natürlich hier sind und dann eine Stunde oder anderthalb arbeiten, kriegen wir auch wieder einiges geschafft. Und wir haben auch schon, ich weiß gar nicht, hier hinten stehen Müllsäcke. Das sind alles diese großen blauen Müllsäcke, Sachen für Sozialkaufhaus. Spielzeuge, Kleidung, keine Ahnung was. Dann halt die Bücher, die ich aussortiert habe. Dann haben wir, glaube ich, jetzt schon 4 Umzugskartons leer auch voll gemacht. Auch mit aussortierter Kleidung, mit aussortiertem Spielkram, mit allen möglichen Krempel, der noch nicht weg soll oder den wir, wenn es denn irgendwann mal wieder möglich ist, auf dem Flohmarkt verkaufen wollen oder so. Oder ich mache mal hier einen Garagenflohmarkt oder sowas. Wenn das Wetter schön ist und die Corona-Zahlen hoffentlich irgendwann wieder runtergehen. Und ja, und so kommt das halt alles nur langsam voran. Ne? Also hier vorne ist auch schon ein bisschen was, aber wenn man dann, ich bräuchte halt mehr Zeit, also so, dass ich wirklich mal so ganz einen Tag hier bin und das klappt halt nicht. Sondern dann ist man hier für eine Stunde vielleicht oder anderthalb und dann heißt schon wieder, hast du schon wieder was in der Schüss? Nee. Man muss halt schon wieder dann runter, ne? Weil dann ist wieder was mit dem Hund oder dann, jetzt haben die Kinder ja dann Schule, das heißt, dann muss ich wieder Mittag machen und Wäsche waschen und was weiß ich, was da noch kommt. Das heißt, die Zeit, die ich eigentlich hier im Moment verbringen wollen würde und investieren würde, um das hier schön zu machen und mir so einzurichten, dass ich auch wieder richtig Spaß habe, die fehlt mir im Moment. Ja. Heute ist mein Beschwerdetag. So, Schatzi, gleich. Ich glaube fast, das letzte Buch schenken wir uns. Das wird jetzt das letzte Buch, weil der Hund gleich auch irgendwann raus muss. So, hier sind dann gestrickte Salzstangen und Salzbrezeln. Und ich den jetzt daran hindern muss, dass der hier von der Couch hüpft. Dann nehmen wir das andere Buch. Das Nähbuch nehme ich dann nächste Mal wieder mit rein. Hier ist auch wieder so ein Täschchen. Und Fritzi, bleib mal hier jetzt einmal. Wir machen gleich. Komm, ein bisschen Geduld noch, kleiner Mann. Dann hier so Kakteen, die man als Nadelkissen nehmen kann. Das sieht auch süß aus dann. Oder hier ist auch mal so eine Mütze mit Bommel dran. Ja, finde ich vielleicht die Farben nicht gerade so den Springer, aber ach Gott. Eine Wimpelkette. Ja, die Handschuhe hier. Weiß ich nicht. Da würde ich meinem Kind dann zeigen, wie man Maschen abnimmt, glaube ich. Und dann irgendwie das so ein bisschen nett macht. Oder hier so ein... weiß ich auch nicht. Aber das finde ich zum Beispiel wieder süß. Wenn ihr sich so einen kleinen Poncho selber stricken. Hier geht jetzt nicht. Bleib mal hier. Ich hau mir jetzt nicht ab, Dackel. Komm, bleib du jetzt mal eben hier. Die finde ich so süß hier. Die Katzen. Die muss ich unbedingt mal machen. Ich finde die so heiß. Die sehen so cool aus. Leute, ich werde kribbelig. Ihr merkt das, ne? Ja, Dackel macht hier. Guck mal, da ist er wieder. Der kleine Räuber, ne? Ja, wir gehen jetzt gleich runter, ja? Ja? Ja, ja. Ja, das waren dann erstmal die Bücher. Das andere Buch machen wir dann nächste Mal, weil das wird jetzt nichts, weil er hier unruhig wird. Das macht nichts. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Video, ich weiß nicht, wann es kommt. Also, wie gesagt, ich schaffe es nicht, da jetzt irgendwie eine großartige Regelmäßigkeit reinzubringen. Ich werde es machen, wie ja, ich Lust habe, wie ich dazu komme. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich auch mal wieder mich aufgerafft kriege und meinen Hintern hochkriege und endlich zumindest schon mal die angefangenen Projekte alle fertig mache. Das ist zumindest mein großes Ziel. Ganz wichtig natürlich das Tuch für meine Mutter. Das ist fast fertig. Aber da fehlt halt ein Mustersatz noch. Den muss ich noch machen, dann bin ich durch. Und ja, und auch mein Tuch und die Tücher für die Kinder oder so, weil sonst haben wir Sommer und dann brauchen die Tücher nicht mehr. Nein. Und vor allem auch den Pulli für meine Tochter. Also ich versuche jetzt erstmal die Sachen, die ich angefangen habe, jetzt fertig zu machen, dass ich dann hoffentlich beim nächsten Video auch euch endlich mal zeigen kann, also wie es dann alles fertig aussieht und dass dann da schon mal wieder was geschafft ist. Und heute viele M's, ist keine Ahnung.
ich stehe im Moment so ein bisschen neben mir und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Es ist jetzt gar nichts mal und es liegt auch nicht an Corona oder so. Es ist einfach, das haben wir jetzt lange genug, also da weiß ich nicht, da habe ich mich halbwegs mit arrangiert. Ich weiß es nicht. Ich stehe halt im Moment einfach ein bisschen neben mir, habe ich das Gefühl. Das ist alles so ein bisschen, ach, keine Ahnung. Vielleicht ist es das Wetter. Ich weiß es nicht. Aber es ist nichts Schlimmes, alles gut. Das wird auch wieder, ich werde auch irgendwie wieder in den Normalbetrieb übergehen irgendwann. Und dann werde ich euch hoffentlich nächste Mal aber auch wieder was zeigen, dass ich auch wieder was fertig habe und was gestrickt habe. Also ich habe es mir auf jeden Fall fest vorgenommen. Ich habe noch so viele Ideen und es juckt mich in den Fingern. Also es ist jetzt nicht, dass ich keinen Bock habe, sondern es ist schon so, ich will ja. Ich krieg's im Moment einfach nur auf die Kette, nicht auf die Kette. Und abends bin ich dann halt einfach, ja, vielleicht muss ich mich einfach mal zusammenreißen und sagen so, boah, jetzt mach doch einfach, weil es tut ja auch gut, es entspannt mich ja. Also es ist ja für mich auch eine Bereicherung, wenn ich dann stricke, anstatt nur doof auf der Couch zu liegen und irgendwie doof in den Fernseher zu starren, ne? Und ja, von daher ist das jetzt ja auch vielleicht auch wieder Motivation. Könnt mir vielleicht nochmal den einen oder anderen motivierenden Kommentar geben. Freue ich mich immer drüber. Ich freue mich Bombe über Kommentare und sowas. Und ja, über jeden Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Über jeden Abonnenten freue ich mich ganz fürchterlich. Und genau. Ich habe mich diesmal auch gar nicht vorgestellt. Also für die Leute, die mich jetzt das erste Mal sehen, ja, kann ich jetzt nochmal am Ende des Videos sagen, dass ich die Waldhexe bin. Britta, ich bin im Moment konfus. Ach, ist auch egal. Man muss auch mal seine wirren Momente haben, oder? Das bin ich halt. Auch damit müssen wir alle leben lernen. Ja, so. Also, ich habe hier noch ganz viel Wolle. Wenn ich mir die angucke, habe ich auch, kommen mir auch wieder richtig Lust und so. Und ich werde jetzt einfach mich mal anstrengen und werde mich wieder hinsetzen und werde mal gucken, dass ich weiterkomme und fertig werde. Dann kann ich auch endlich die anderen Projekte anfangen, die noch da liegen, die ich gerne machen möchte. Sei es dieser Cardigan oder diese Strickjacke, die ich gerne hätte, die ich mir stricken möchte. Sei es, dass ich mein Tuch endlich haben möchte, dass ich Colorwork machen möchte. Da war es das Wort. Das hat ein bisschen gebraucht, um rauszukommen. Da habe ich auch noch einiges vor. Da habe ich auch so Bock drauf, endlich mal was mitzumachen. Ich möchte mir noch einen Pulli stricken, auf jeden Fall. Ja, also ich hab viel vor. Ich habe viel im Kopf, was so an Projekten, an Ideen da ist. Ich habe viele, viele Bücher und ich muss dazu sagen, alleine jetzt auch durch das Bücher zeigen immer. Weil es ist ja so. Normalerweise, ich gucke mir dann halt ein Buch an, wenn ich es bestellt habe und dann sind da tolle Sachen und ich finde es super. Leg das Buch aber erstmal beiseite, weil ich habe ja meistens dann schon noch irgendwas auf den Nadeln und dann denke ich mir, ach ja, dann räume ich das ins Regal und dann ist das Buch aus dem Kopf. Und durch das Zeigen hier bei euch aber, dass ich gepupst. Er muss raus gleich. Und dadurch, dass ich euch aber hier die Bücher zeige, kommen auch wieder viele so Erinnerungen, ne? Dass ich denke, ja, stimmt, das Ding, das wolltest du auch immer machen, das war ja so schön. Und ach ja, das Buch, das war ja auch so toll. Und dann kommt auch wieder mehr Ideen und mehr Lust auf Projekte, ne? Aber also von daher ist das auch nicht ganz uneigennützig, dass ich euch diese ganzen Bücher zeige, weil dadurch befasse ich mich da auch wieder mehr und habe auch dann wieder mehr Bock. So, und dadurch, ja, schaut hier wirklich nicht, ne? Ja. Langer Rede, kurzer Sinn. Komme ich dann jetzt hoffentlich auch wieder dazu, ne? Und werde jetzt meine Projekte beenden, damit ich endlich meine anderen Sachen anfangen kann, weil ich habe halt noch so viele Sachen auch von den Büchern, die ich euch gezeigt habe, die ich eigentlich unbedingt und gerne mal stricken möchte, dass ich das dann jetzt auch endlich in Angriff nehme. Gut, so. Wir sagen dann tschüss. Bleibt alle gesund. Tragt eure Masken. So schlimm ist das nicht. Es gibt schlimmere Dinge, als einen Mundschutz zu tragen. Viel, viel schlimmere Dinge. Es ist eine blöde Zeit, da müssen wir aber einfach mal alle durch und wirklich alle. Nicht nur wir und nicht nur wir Deutschen und so, sondern wirklich alle müssen wir da einfach mal durch. Also, macht es euch trotzdem schön. Man kann sich's trotzdem schön machen. Man kann tolle Sachen trotzdem machen. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt, weil einige haben natürlich auch Existenznöte und. Und es ist
doof. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal versuchen, alle ein bisschen mehr zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu helfen, nicht immer nur an uns zu denken, sondern auch einfach mal an alle anderen, dass ich mal ein bisschen zurückstellen, dann kommen wir auch durch diese bekloppte Situation durch. Und ja, was soll ich da sonst noch zu sagen? Also, haltet durch, macht's euch schön und bleibt alle gesund. Und die nicht gesund sind, werdet schnell gesund. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Wir hören und sehen wieder voneinander. Wann genau, weiß ich noch nicht. Aber nächstes Mal hoffentlich auf jeden Fall mit mehr Sachen, die ich euch zeigen kann. Ja, und dann wünsche ich euch ansonsten bis dahin eine halbwegs den Umständen entsprechend schöne Zeit. Macht's euch schön. Tschüss.